Trotz der Tragödie verspricht das Unternehmen, dass der bisher geheim gehaltene neue Park bald eröffnet werden soll. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertad-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Während die Pandemie die Welt weiterhin im Griff hat, überlegt die Regierung, einen weiteren landesweiten Lockdown zu erlassen. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres.